Bullseye. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shakes and Fidget. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu diesen heißen Tagen begrüße ich euch zu einem neuen Video aus der Shakes and Fidget Welt. Jetzt am Wochenende kam ja kein neues Video, da war ja Pilz Event. Aber man kann auch sagen, es war jetzt auch nichts Aufregendes so dabei. Deswegen mache ich jetzt mal in der Woche wieder so einen kleinen Überblick über die Server, wie es zurzeit steht. Und ja, wie ich jetzt gerade schon am Anfang angesprochen habe, diese warmen Tage, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich machen die so richtig fertig bei der Hitze. Überhaupt irgendwas zu unternehmen, das ist schon krank und so. Kommen wir jetzt zu den Servern. Ich habe jetzt leider keine Stadtwache überall reingemacht. Ich habe gestern noch so kurz, schnell, jetzt kommt hier so ein schöner Flieger. Ich denke mal, den werdet ihr bestimmt gehört haben. Sorry dafür, ich habe meine Fenster nämlich auf Kipp. Muss ja sein bei dem Wetter. Ein bisschen noch morgens ist ja noch leichte, frische Luft. Dann sollte man die auch so ein bisschen ins Zimmer reinlassen. Wir können bald hier auch wieder spülen. Noch 4 Tage. Sollten wir bis dahin nicht noch ein Epic finden, was wir ins Klo werfen könnten. Wie sieht es hier eigentlich aus? Ich muss mal wieder gucken mit den Rollen, aber hier ist alles aktuell. Post blinkt. Da ist was Rotes, das möchten wir natürlich nicht. Und ein Gildenkämpfchen gibt es natürlich auch wieder. So wie immer natürlich. Oder wie meistens. Also ich hatte bisher noch nie einen Tag, wo jetzt auf S9 kein Gildenkampf stattgefunden hat. So, im Turm hängen wir immer noch bei Leprechaun fest. Der will einfach nicht fallen, weil er irgendwie noch zu stark ist. Ich hätte jetzt aber noch nicht vor, irgendwie noch was zu skillen oder so. Ich denke, ich werde mit 260 werde ich dann mal ein bisschen skillen und meine Begleiter auch nochmal wieder halt ein Level schenken, um die Attribute noch ein bisschen zu verstärken. Vielleicht sieht es dann besser aus. Schauen wir mal in die Arena. Da können wir bestimmt auch nochmal was reißen. Mit unserem Rang. Schauen wir halt mal, wie es läuft. Vielleicht kriegen wir auch noch ein paar Angriffe ab und gewinnen die, damit wir noch ein bisschen höher kommen. Auf S9. Ist da soweit was Wichtiges passiert? Das ist eigentlich ein Server, wo alles relativ noch so gelassen ist und alles so geblieben. Ich habe kein neues Epic. Von daher einfach komplett alles beim Alten. Da hat sich bisher noch nichts geändert. Switchen wir rüber auf S20. Da haben wir natürlich auch, wie jetzt bei S9, halt nur eine Quest gehabt. Jetzt keine Stadtwache. In den Läden gibt es vielleicht eine neue Waffe. Nee, gibt es nicht. Aber so viel besser ist jetzt auch noch nicht. Deswegen passt das ja noch. Hier war eigentlich auch soweit alles noch beim Alten. Der Robin ist hier als nächstes dran im Turm. Da hatte ich schon mal den einen oder anderen Versuch dabei, wo er beinahe gefallen ist. Da hatte ich aber auch jetzt bis auf den Lebenstrank halt doch optimale Tränke. Habe ich ja jetzt leider nicht mehr. Deswegen sah der Versuch jetzt auch nicht so schön aus. Mal sehen, was wir hinter dem Trank haben. Eine Kette. Hier mit dem Spülen ist es noch ein bisschen wieder hin. Da hatten wir ja vor kurzem Spülgang. Muss ich gerade mal überlegen, was habe ich denn da Schönes bekommen? Da war irgendwie, glaube ich, ein unbrauchbares Epic. Oder mal kurz bei den Begleitern gucken. Vielleicht hat auch ein Begleiter das Epic bekommen. Aber ich glaube, nee, das war ein unbrauchbares Epic. Das war direkt dann wieder weg. So war das dann halt. Und mal gucken, wie sieht es hier in der Arena aus? Ah, da sind wir auch siegreich. Also eventuell geht da auch noch was nach vorne. Schauen wir mal. So, und dann gehen wir rüber zu unserem Magier auf S21. Und hier
haben wir ordentlich auf den Deckel bekommen. Zweimal von Monisha oder wie der heißt. Monisha. I don't know. Aber Gegenkampf haben wir gewonnen. Das ist auch mal was. Und was geben die Läden her? Bisher nichts so Interessantes. Hier hatten wir auch vor kurzem Spielgang. Sieht man, ja, der war gestern. Da wollte ich auch eigentlich noch eine Aufnahme machen, aber dann ist mir das zu spät eingefallen. Da hatte ich schon die anderen Server angefangen und ich möchte natürlich am Anfang des Tages bei Schicksal Fidget quasi die Aufnahme starten, damit ihr halt auch alles so schön mit mir erleben könnt, ohne dass ich jetzt schon so weiß, was wo ist, also in welchem Server, welche Items im Laden sind. So ein kleiner Überraschungseffekt wäre dann gar nicht mehr da. Aber, wollte mal gerade was ausprobieren. Und zwar habe ich dieses Epic hier bekommen, mal wieder eine Epic-Waffe. Alle Attribute ist ja okay. Ich bin halt mit der Spanne überhaupt nicht zufrieden, weil es einfach nur 30 Differenz hat. Wobei ich halt irgendwie das Gefühl immer habe, beim Magier ist das so gar nicht so schlecht, weil halt dann eigentlich fast jeder Schlag ein guter Schlag ist, weil Magier muss ja viel austeilen. Natürlich sind jetzt die Crits dann nicht so extrem wie jetzt zum Beispiel bei dem. Aber dafür könnten halt auch die schwachen Schläge was raushauen. Deswegen werde ich das jetzt mal ausprobieren. Wie das aussieht, wenn ich jetzt mit der Zuckerwatte kämpfe. Da gönnen wir uns mal so ein paar Versuche. Machen wir mal 5 Versuche mit der Variante. Und 5 Versuche mit der... Oh, das war ja schon was. Mit dem Wischmob. So. Jetzt tauschen wir nochmal die Waffen. Ob es dann für besser aussieht. Oder eher nicht. Aber ich glaube, dass ich mit der Zuckerwatte doch besser dran bin. Wo jetzt die Versuche sehen ja auch nicht schlecht aus. Na, der wiederum war jetzt ein bisschen... Kommt natürlich auch immer auf die Begleiter an, wie die ihren Schaden machen. So, letzter Versuch. Ja, okay, das ist eigentlich so ausgeglichen. Lassen wir jetzt einfach mal so, der Wischmob bleibt jetzt erstmal bei mir. Zuckerwatte bei dem Begleiter. Aber ich habe eigentlich gedacht, dass ich jetzt mit dem, mit der Zuckerwatte... Ach, wie komme ich immer auf Zuckerwatte? Das ist so eine Zuckerstange, Mann. Zuckerstange. Hier besser dastehe, gegen so einen Stärkegegner vor allem, aber scheinbar doch nicht. Egal, sei es drum. Dann Arena-Kampf haben wir gerade verloren. Dann starten wir auch mal die Quests und wechseln auf Server 23. Und ja, endlich, oder muss jetzt gerade mal überlegen, wann war die letzte Folge? Hab ich das schon die Gilde gehabt? Auf jeden Fall ist das, falls ich das jetzt nochmal sage, dann tut es mir leid, aber ich denke jetzt mal irgendwie, dass ihr davon noch nicht wisst, dass ich jetzt hier in Tartaros bin. Eine ziemlich coole Gilde. Vor allem hier ist mal richtig das Management gut, wenn man guckt. Hier unser Mephitopheles oder wie der ausgesprochen wird, der ist richtig aktiv, was die Verwaltung angeht. Und ja, jetzt bin ich natürlich wieder perfekt. Hier stehe ich nämlich auch. Hab mich mal wieder nicht gemeldet. Da sieht man dann halt Verteidigung gegen die Blacks. Was jetzt was ist. Was war denn B? B? Hat er hier irgendwo auch noch B? Irgendwie ja nicht. Auf jeden Fall kann man hier sehen, Name. Dann halt die Verwarnung in Folge. Meine erste. Halt insgesamt, ich wurde schon mal verwarnt. Wann online? 23.39 Uhr und Kampf verpasst. B.
Und ja, da kann man halt so ein bisschen auch mitverfolgen, ob man jetzt irgendwie aufpassen muss, dass man jetzt zusieht, dass man die nächsten Guildkämpfe wieder alle mitmacht, weil dann denke ich mal, wird der das nicht so streng sehen und dann merkt er auch, der bemüht sich dann wieder. Aber wenn man halt so inaktiv ist, dann passiert ja, dass man zu gewissen Zeit dann einfach rausfliegt. Aber ich finde das nicht verkehrt. Das ist echt gut, was der macht. Das spornt einen dann irgendwie auch wieder an, dass man halt sich auch mal die Mühe macht, nochmal reinguckt in die Gilden, ob da irgendwo noch ein Gildenkämpfchen ansteht und sich dazu meldet. Das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Und dann kann man auch mal wieder ein bisschen Erfolg mit der Gilde feiern. Ich meine, wir sind jetzt Rang 21. Und ich denke mal, dass da noch eine Tendenz nach oben ist. Deswegen bin ich da sehr zufrieden, in dieser Gilde zu sein. So, und hier geht es ja auch so ein bisschen voran im Turm. Also da sind wir jetzt mittlerweile bei Etage 21, also genießen schon einen Goldbonus von 20%. Und schauen mal, wie das aussieht. Ja, das sieht auch nicht so schlecht aus. Und jetzt fällt mir gerade auf, meine Epic-Waffe ist ja natürlich meine Lieblings-Epic-Waffe. Und ihr müsst euch mal vorstellen, wo ich die gefunden habe. Ich glaube, jetzt in dem Moment könnt ihr euch das denken. Und zwar, wenn ich hier drauf klicke, die war in einer dieser Quests drin. Ich war irgendwie erstmal voll geflasht. Und ja, einfach krass. Also ich hätte mir nie gedacht, dass ich, klar, meine Epic-Waffe in der Taverne finde. Ist ja schon cool, aber dann noch seine Lieblings-Epic-Waffe mit auch so geilen Werten. Das ist doch einfach Bombe. Und dementsprechend habe ich mich dann auch gefreut wie Jack. Also richtig geil. Und ja, Dämonenschwert ist hier irgendwie, Moment, muss ich mal gucken, auf vielen Servern gerade vertreten, natürlich auch auf S9 ist es auch mit am Start. Dann hat da irgendein Begleiter noch auf dem Server, hat das auch noch. Also ich finde es schön, dass ich das Dämonenschwert aktuell so vielen hier meinen Begleitern, meinen eigenen Charakteren geben kann. Da ist dann, da ist es, ja, da ist es nochmal, dass man seine Lieblings-Epic-Waffe immer so viel in Action sieht, das ist doch echt geil. So, und Server 24, wir haben fast die Level 100 erreicht und können dann auch endlich mal ins Klo. Ich muss ja echt gestehen, ich mache manchmal aus Reflex, kaufe ich hier auch was fürs Klo und dann stelle ich fest, oh, ich bin ja noch nicht Level 100, ich habe ja noch nicht den Toilettenschlüssel. Da sollte man darauf achten, dass man sein Gold dann nicht auf die Weise rausschmeißt, sondern lieber den einen oder anderen Punkt dann skillt. Und ja, hier der Gilde. Wie läuft es hier eigentlich nochmal? Hier läuft es auch relativ gut. Auch eine aktive Gilde. Und im Dungeon, den Dungeon. Wen nehmen wir denn? Wer kommt denn dran? Wer kommt denn dran? Ich habe jetzt natürlich hier gar keinen Plan. Wie sieht es mit dir aus? Bist du dran? Nein, du bist noch nicht dran. Bist du dran? Ja, du könntest dran sein, aber du bist auch noch nicht machbar. Oder bist du dran? Ne, es ist der Lava Blob. Okay. Muss ich mir mal merken. Zur Not gibt es auch noch so wichtige, oder ne, nicht wichtige, hinweisende Seiten auf Google und so, also Webseiten, die einen auch immer gern verraten, wie es mit den Dungeons aussieht, welches Level ist, wer als nächstes drankommt. Und das kann man dann natürlich auch nochmal zur Not zum Helfen benutzen. Falls man es jetzt nicht mehr weiß, so wie ich, welches Level der nächste Dungeon-Gegner hat, der dran ist. So, und hier haben wir schon die erste Quest abgeschlossen.
und sind ja auch schon fast wieder durch, aber jetzt kommt eigentlich noch so das Highlight, finde ich jetzt mal. Denn wir haben endlich mal auf S30 eine neue Gilde. Wir wurden endlich erhört quasi, dass wir eine neue Gilde suchen. Und ja, ich bin bei den Eichel-Opas. Und mal sehen. Ja, der im Ping. Ein Ping, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Das ist irgendwie ein komischer Name. Impinge, Impinge, was weiß ich. Ist mir jetzt aber auch sowas von egal. Hat mich dann eingeladen. Vielen Dank dafür. Und muss ich gerade mal gucken. Der Sepp ist noch nicht dabei, aber er hat halt auch eine Einladung bekommen. Und ja, ich hoffe, er ist dann auch bald hier am Start. Auf S30 in der Gilde. Und dann können wir endlich mal wieder ein bisschen mehr Bonus profitieren und dann hoffentlich klappt das auch mal, weil mir fehlt einfach zu viel Gold zum Skillen. Ich hänge ja immer noch fest im zweiten Dungeon, im zweiten Etage des 10. Dungeons und ja, an den Turm ist ja noch gar nicht zu denken. Dafür muss erstmal so 200 erreicht werden. Die Waffe habe ich mir schon angeguckt. Ja. Und genau hier, neues Epic, frisch aus dem Klo. Finde ich auch cool. Konnte man gebrauchen. Und bis Aura 10 dauert es dann jetzt wieder ein bisschen, aber was soll's. Geht bestimmt schneller auf als auf den anderen Servern. Da müssen wir immer 1000 Ära sagen. Sag ich schon, 1000 Mana sammeln. Alter, dieses Wetter, ey, das macht mich schon so verpeilt und verplant und was weiß ich, was ich jetzt hier alles noch so laber. Naja. Und somit war es das dann auch schon wieder mit unserem kleinen Server-Überblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, nächstes Wochenende ist keine Ahnung was für ein Event, weiß ich auch schon wieder nicht. Wollte ich mir auch irgendwie angewöhnen, dass ich weiß, wann welches Event kommt, aber sei es drum. Das versuche ich dann beim nächsten Mal zu beachten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Das war's mit diesem Video. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Wenn du uns unterstützen möchtest, kannst du dem Video einen Daumen nach oben geben oder auch gern einen Kommentar posten. Weiterhin hast du jetzt die Möglichkeit, unten links auf unser Kanallogo zu klicken. So kommst du direkt auf unseren Kanal, wo du dir weitere Videos anschauen kannst. Zudem kannst du uns sofort kostenfrei abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Einfach auf den Subscriber-Button klicken und fertig. Wir haben auch eine Facebook-Seite, wenn du möchtest, lass auch dort ein Like oder eine Nachricht da. Und zu guter Letzt stehen dir 3 Videos zur Auswahl, draufklicken, ansehen. Wir wünschen gute Unterhaltung. Somit verabschieden wir uns mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und hau rein. Ciao.